Das auch. So, ich schaue gerade im Walkthrough nach. Gunmage ist ziemlich gut hiergegen, haben wir aber nicht. Es ist schwach gegen Darkness Dance. Das heißt, aber wir haben halt, das Problem ist, Black Mage sollte die heftigsten Spells machen. Aber ich glaube, ich wechsle mit Riku auf Songstress, macht dann Darkness Dance, damit er hier nicht so viel Damage macht. Oh, Moment. Jetzt habe ich gerade aus Versehen hier. So. Alles klar. Wir machen einen Spell auf jeden Fall. So viel ist klar. Hier müssen wir. Ah, nicht Power Break. Armor Break muss ich machen, weil das Ding ziemlich viel Armor hat, logischerweise. Hm, ich erinnere mich an das Scheißding. Cura. Wir machen Fyragar. Fuck off! Okay, wir wechseln. Gunner. Riku muss ich gleich erstmal selber heilen, glaube ich. Nächster, der was abbekommt, ist Pain, aber die hat 1000 HP. Das sollte okay sein. Okay, das könnte ein bisschen heftiger werden jetzt. Armor Break. White Magic, Cure, ah, fuck off, man. Item, wo ist Mega Phoenix? Nirgendwo, okay. Phoenix down, Swordplay. Delay Attack, hoffentlich funktioniert das. Ey, willst mich doch verarschen, du Scheißding. Item, Phoenix down. Okay. High Potion direkt danach auf Pain. Ja. Phoenix down. Die ist Phoenix down auf jeden Fall. High Potion auf Pain. White Magic, Cure, Attack. Mein Gott, okay, das war heavy. Ich bin auf Black Mage geblieben. Normalerweise wollte ich nicht die ganze Zeit nur auswechseln auf Songstress. Das war ganz okay eigentlich, dass das Ding die ganze Zeit nur auf Riku gegangen ist. Trotzdem nervig. Just what do you think you're doing? Victory Pose? Actually, we're Spear Hunters. So. Go Wings, let's go! Sorry, Donna. The sphere is ours. Oh yes. Nice timing. Got him. Chapter 1 concluded. Nice. Gullwings obtained a Fiend Tail bonus. Obtained Trap Pot SP. Get it. Brauche ich zwar nicht, aber okay. Get it. Get it. Natürlich. Save it up. Dann geben wir uns mal die Einleitung für Chapter 2. Donna. Overdid it? There is no such thing! The Gold Wings shall be notorious throughout Spira! They weren't all that happy. Huh? Don't forget that notoriety can be a bad thing. Oh yeah. So what? I want to have fun!
Just make sure you don't do anything to land us in hot water, okay? Aww. Where's the fun in being plain old regular sphere hunters? Yup. Yahoo! What she said! Oh no. What? Brother ist zu gut. Whenever Riku and brother agree, stuff happens. That can't be good. Da hat Shinra allerdings einen Punkt, ja. Was geht da gerade ab? Was ist... Was ist da los? Hey, 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 what the fuck? We'll snaggle ourselves some spheres and shake our way into stardom. Forget High Summoner Junior, you'll be gargling uni. Brother? All of Sbira will be smitten with me, leader of the Gullwings. Lass mir das kurz einen Moment mal. Lass mal das einfach mal einen Moment lang auf uns wirken. Oh, das ist eine 8 übrigens, sehe ich gerade. Ist das Final Fantasy 8? Ah, Conspiracy? There had be, better be something awesome. Better be something awesome on this awesome sphere. Go see what Shinra's got. Noch ein Kommentar zu dem, was da gerade abgeht. We definitely went too far. Let's just not talk about it. How'd the sphere analysis go? It's just a regular movie sphere. It doesn't appear to have any special functions. Okay. You want to take a look? You sure? Yep. Give it up. Ich glaube, das war ein Bug, weil ich habe hier gerade das. Ich sah schon gerade nach. Greenscreen. Any ideas? Not a word. Wow, brother, what the fuck? But as Machina go, it looks extremely dangerous. Definitely a weapon. Uni, it's him. Is it you? Or does he just look like you? Etu mega dread kubrana. And who's this Len? Oh, da kommt hier ein Satz, den ich heutzutage immer noch sage. Okay, das war auf jeden Fall ein Bug übrigens. Also wenn ihr das gerade eben die Cutscene sehen wollt, dann schaut am besten mal auf YouTube nach. Oder ich werde es nachreichen, werde ich sehen. Okay. Ich hoffe, wir kriegen eine Dress-Sphere davon. Hoffentlich ist es Berserk oder so, let's give back that sphere. What do you say? But we worked so hard to get it. That thing is uber bad news. What if we donated the sphere to the study of Spira's history? Oh, da benutzen es für ein Dress. That's what being a sphere hunter was originally about, right? It's a little late to be bringing that up. Yeah, we already swiped it. Well, I still don't want it. We're giving it back now. You don't mind? I've seen it. It's still pretty shameless to saunter up and give back the sphere we just stole. We passiat! Our reputation is all but worthless if we do that. Our leaders too, no less. Greedy! Well now, this isn't any fun at all. I really gotta let off some steam. What do you got in mind? Why don't we ask Yuna to dance? Dance? Oh, that's it! You must dance. Our sanity depends on me. That okay. Sounds like an order, Yuna. Final Fantasy X-2 is back. The exercise will do us good. Whoopee! Hang tight while I go get ready. Okay, bevor wir dazu allerdings kommen. What's that sound?
just some hitchhikers I picked up. They're a colorful bunch. Genau, wollte ich nämlich mal kurz nachschauen, ob wo sich Oaka hier aufführt. Aufhält. Cabin, würde ich mal sagen. Cabin in the Woods. Sehr geiler Film übrigens. Kann ich nur empfehlen. Ah, die Kollegen hat er mitgenommen, okay. When brother let us use this room, he gave us each a mop and a broom. Your flying ship is quite remarkable. It must soar at incredible speeds. Wieso haben wir die Kollegen überhaupt mitgenommen? Mr. Brother welcomed us aboard at Kirika Port. Let us play a song of thanks. Well, we'll be waiting here for... Oh, okay. Wenn wir dann eine kleine Song-Einlage, die einzige, die es noch im Game gibt. Coole Sache. Kommt gleich, muss ich wieder rausnehmen wegen... Ich schaue zurzeit Alan Partridge übrigens und da ist der Akzent auf jeden Fall Gold. Aber ja, werde ich wieder rausnehmen müssen wegen Copyright, aber dazu kommen wir das nächste Mal. Okay, also Standard-Stuff. Moment, Stock 99 bei uns oder bei ihm? Ich weiß nicht. Aber okay, macht Sinn, dass wir ihm nichts verkaufen können. Aber wir haben ihn zumindest als Shop hier. Das ist ganz gut. Moment. Well then, let us accompany ye. Let's ride up our alley. Just help us get over to the exit. Aye, we are looking for it. I have been part of the show. Do you want to stop pushing the magicians for now? I can push it all night long. Das ist tatsächlich eine Mission. Okay. Okay. Mein Gott. Okay. Nummer 1. No. Okay, Mission ist ein bisschen hochgegriffen, aber es ist zumindest eine Spielmechanik. Super. Ich sage, das Game ist bescheuerter Humor. Passt genau zu mir. Ja, Moment. Nicht sicher, ob das... Ah ja, okay. Okay. Das machen wir auf jeden Fall das nächste Mal. So wieder schon mal sicher, weil eigentlich wollte ich schon so vor einer halben Stunde ungefähr saven, aber okay. Aber ja, es kommt eine Songsequenz auf jeden Fall noch mit Juni. Gullwing Juni, um genau zu sein, natürlich, wie wir mittlerweile genannt wurden von Pain, von Riku. Okay. Gott, 3 Stunden habe ich, glaube ich, jetzt schon fast aufgenommen, wobei ich eigentlich nur 1 Stunde ungefähr angepeilt hätte, aber einiges haben wir geschafft. Wir haben Chapter 1 jetzt komplett concluded. Wir sind mittlerweile in Chapter 2 angekommen, das heißt mehrere Sidequests, mit der wir uns dann demnächst oder in der nächsten Session befassen können. Plus natürlich die Storyline geht weiter, geht jetzt mehr sprichwörtlich in die zweite Runde. Werden wir schauen, wie es da letzten Endes natürlich weitergeht. Aber bevor wir natürlich mit der Story weitermachen, schauen wir erstmal in die einzelnen Landmarks wieder rein und gucken, ob wir da eventuell... Machen vielleicht noch ein bisschen ein paar Dessert-Ausgrabungen für ein bisschen Gil. Und werden dann schauen, dass wir natürlich in einzelnen Locations, Kilika Island und so weiter, die eben keine Hotspots sind, dass wir da nochmal vorbeischauen, weil da gibt's neue Sidequests. So viel ist schon mal sicher. Genau, und im nächsten Part kann es gut sein, dass da schon ein Song kommt, den ich aus Copyright-Gründen wieder rausnehmen muss und dann eben die 8-Bit-Version einspielen muss. Das heißt, wer den Song hören will, kann ich jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall auf YouTube nachschauen, 1000 Words. Original ist natürlich nochmal um Längen besser, aber die englische Version ist auch extrem gut. In dem Kontext hoffe ich, dass euch die heutige Session Final Fantasy X-2 gefallen hat. Wie gesagt, ich habe jetzt 3 Stunden aufgenommen, also könnt ihr euch vorstellen, wie geil ich auf das Game bin. Das ist einfach großartig. Mir macht das unglaublich viel Spaß, das LP. Eines meiner Lieblings-LPs, das ich jemals auf YouTube, glaube ich, gemacht habe. Und wenn ihr durchschaut, bin schon eine Weile lang unterwegs auf YouTube. Das heißt, es ist ein hochgestochener Kommentar, aber es war die einzig richtige Entscheidung, Final Fantasy X-2 zu beginnen. Also so viel kann ich schon mal sagen. Und gerade die Bossfights. Wenn man die mit den normalen Fiends vergleicht, ich sage nur fucking Killerhounds, ist das ein großer Unterschied. Da wurde irgendwas falsch gescaled, glaube ich. Und dass das so im HD Remaster umgesetzt wurde, ist ein bisschen merkwürdig. Aber, naja. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch die heutige Session gefallen hat. Mir auf jeden Fall. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Session von Final Fantasy X-2 HD Remastered mit vollem Funktionsnamen, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.